So, willkommen wieder zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute habe ich noch ein interessantes Thema für euch, darüber wollten wir nämlich auch noch mal ein bisschen reden. Ihr wisst ja alle, Dortmund ist in aller Munde, denn das Go-Fest wird dieses Jahr in Deutschland stattfinden und zwar in Dortmund. Ich bin so prasselig, ich habe das gar nicht gemerkt, ich habe die ganze Zeit gedacht, yeah, Safari-Zone kommt wieder, ich freue mich so, I'm so happy and I know it, I clap my hands, Bruder. Bis ich gemerkt habe, das ist ja gar keine Safari-Zone, weil Safari-Zone war letztes Jahr schon in Dortmund, war richtig cool, damals war ich ja auch dort, da gab es eben keine Tickets, da konntet ihr einfach hingehen, ihr konntet in den Park reingehen, ihr konntet euch da alles angucken, ihr konntet da alles mitmachen, da gab es auch so eine Seilbahn. Da gab es teure Pizza, ein Stück für 5 Euro oder so, keine Ahnung. Und dann gab es natürlich im ganzen Park einen Wasserspender, wo ihr euch immer eure kleinen, klitzekleinen Trinkfläschchen auffüllen konntet. Aber es war eine richtig coole Zeit. Bin damals mit der Christel nämlich rübergefahren. Wir sind da, glaube ich, auch Freitag hingefahren. Sind dann in den Park, wir sind Freitag hingefahren. Waren dann im Hotel. Sind Samstag dann in den Park, waren den ganzen Tag unterwegs. Es hat so gebrannt, die Sonne war so heiß, du hast kaum Schatten dort gefunden. Und es war so eine Riesenfläche, einfach nur alles. Sonntag dann nochmal mittags hin, noch ein bisschen herumgerannt und Sonntagnachmittag dann zurück, dass man Sonntagabend zurück war, zu Hause. Und so einen Sonnenbrand bekommen und so einen an der Klatsche gehabt. Also, aber es war eine richtig coole Zeit, unvergesslich. Leider habe ich damals noch keine Videos gemacht. Damals hatte ich auch noch keinen YouTube-Kanal für Pokémon. Und sonst hätte ich das natürlich alles festgehalten. Aber da war richtig was los. Da gab es auch so viel Lavita, auch Shinies, Pikachu-Shinies, Wablu-Shinies. Roselia wurde veröffentlicht. Shinies hier, Shinies da. Richtig gute Sache. Und diesmal ist es keine Safari-Zone, sondern ein Safari-Zone, sondern ein Go-Fest. Und das Go-Fest gab es ja bisher eigentlich nur in Chicago, wo eben begrenzte Teilnehmerzahl ist, wo es eine begrenzte Teilnehmerzahl gibt, wo ihr euch ein Ticket kaufen müsst. Ihr bezahlt also dafür und weil es damals so heftige Probleme gab, haben die Leute ja auch dann den Ticketpreis wieder zurückerstattet bekommen und jeder hat noch ein legendäres Pokémon geschenkt bekommen. Damals beim GoFest war es ja das erste Mal, dass überhaupt Legendäre veröffentlicht wurden, es legendäre Pokémon gab. Mit Arctos hat das dann angefangen, da ging es richtig los im Sommer und das ist so unglaublich eigentlich, dass sie ein Go-Fest in Deutschland machen und in Dortmund. Blöd natürlich jetzt, wenn man kein Ticket bekommt, kann man nicht in den Park, beziehungsweise es sind da dann auch keine Pokémon, nur für die Leute, die ein Ticket bekommen. Ich hatte mich eigentlich schon drauf gefreut, habe schon gesagt, da möchte ich dieses Jahr unbedingt wieder hin. Egal wo es ist, ich werde da hingehen und kann mir das dann alles reinziehen, angucken. Jetzt wäre es natürlich doof, wenn man da gar nicht mitmachen kann und wuselt wieder durch die Stadt, weil durch die Stadt laufen ist halt was ganz anderes, wie wenn ihr da auf dieser großen Grünfläche seid und überall Sachen aufgebaut sind und Bühnenshows und Musik und Essen und Foodstände und Giveaways und alles Mögliche. Also das ist was ganz anderes. Genau wie letztes Jahr musste ich mir natürlich auch wieder was suchen und das habe ich hier nämlich schon gemacht, denn ich habe gebucht. Ich weiß nicht, ob ich ein Ticket bekomme, ich weiß nicht, ob ich kein Ticket bekomme, das ist wahrscheinlicher. Ich wollte schauen, dass der Ismo vielleicht auch dort ist, dass wir zusammen dahin gehen, dass Pupsi vielleicht mitgeht. Wenn keiner Zeit gehabt hätte, wäre ich einfach mit meiner Mom hingefahren, weil die hat ja Zeit jetzt, ne? Das passt ja wunderbar, aber so. Wir wollten ja auch schon Urlaub machen, auch zu viert, also mit Ismo seiner Freundin, ich meiner Freundin und das wird aber wahrscheinlich auch nichts und Ismos Dame hat dann nämlich keine Zeit, so könnten wir theoretisch zu dritt gehen oder eben zu zweit, je nachdem, bei wem es halt passt, bei wem es nicht passt, aber ich habe mich nicht lumpen lassen und habe jetzt schon mal mit meiner Chefin geredet, da steht zwar noch nichts fest, aber die ist ja cool und gut drauf, da denke ich mal, wird es schon klappen, dass ich da freikriege. Beziehungsweise ich vielleicht am Freitag nach der Frühschicht dann einfach losfahre, darüber gehe und es wieder so mache wie letztes Jahr, dass ich am Freitag eben ankomme, am Samstag den ganzen Tag am Zocken bin, am Sonntag dann vielleicht nochmal in die Stadt schauen und dann gemütlich auch zurückfahren, dass man trotzdem so ein Wochenende hat, einfach cool zum Chillen. Das Gute ist, ich habe ja gesehen,
in der Nähe vom Westfalenpark, wenn ihr da ein Hotel haben wollt, ihr wisst ja, das schießt ja sofort in die Höhe. Da gab es Hotels, die sind vielleicht 1 Kilometer entfernt gewesen vom Westfalenpark und da hätte eine Übernachtung über 500 Euro gekostet oder irgendwas. Haben die denn eine Meise, habe ich mir gedacht. Und ich habe es eigentlich so gemacht wie letztes Jahr. Ich habe mir einfach was in der Umgebung gesucht. Kann ich nur so als kleinen Tipp weitergeben. Ihr müsst ja nicht unbedingt dorthin. Also ich habe ein Auto, ich bin mobil, ich kann das so machen. Ich habe mir was gesucht, das ist ungefähr so 14 Kilometer entfernt. 14 Kilometer hört sich jetzt erstmal viel an, aber wenn ihr ein Auto habt, ist das gar nichts. Wenn ich hier in Hildburghausen stehe, kann ich nach Schleusingen fahren. Das sind 14 Kilometer, also das ist eine Viertelstunde. Oder nach Gleicher Wiesen oder gleich am Berg oder Eisfeld. Das ist Bad Rodach, das ist im Prinzip alles gleich weg. Alles so eine Viertelstunde. Und das nimmt man gerne in Kauf. Und jetzt habe ich was gebucht. Ein Zimmer für 2 Nächte. Für 98 Euro. Das ist doch genial, oder? 98 Euro, das heißt, wenn wir zu zweit dahin fahren, bezahlt jeder nur 50 Euro und hat 2 Übernachtungen. Das Gute ist, es ist auch egal, wie viele Leute man da mitnimmt, denn das scheint wohl irgendwie so eine Art wie Bungalow zu sein. Auf jeden Fall ist es privat, was nochmal richtig genial ist. Und ihr habt da euer eigenes Reich, ihr könnt da hinkommen. Name des Gastes, ich, ne, für maximal 4 Personen und 4 Personen, 2 Nächte, 98 Euro. Wenn wir zu viert da hingehen würden, dann wären das 25 Euro für jeden Einzelnen. Also das ist richtig genial. Verpflegung in diesem Zimmerpreis ist keine Mahlzeit inbegriffen. Ist ja auch gut so, denn wenn ich schon in einer anderen Stadt bin, habe ich eh so viel Hunger, dass ich so viel essen wollen möchte, dass ich mir alles Umliegende dort ranziehen muss. Aber wir haben hier natürlich aufgelistet, was die Unterkunft, nennen wir es mal nicht das Zimmer, wir sagen mal die Unterkunft beinhaltet. Kaffee- und Teezubehör, Dusche, TV, Haartrockner, Bügeleisen, Küchenzeile, Kühlschrank, Sitzecke, Mikrowelle, Waschmaschine, Heizung, Teppichboden, Flachbild-TV, Sofa, Essbereich, Wasserkocher, Küchenutensilien, Wäschetrockner, Kochplatten, Grill, Reinigungsmittel, Kaffeemaschine, Handtücher, Bettwäsche, Esstisch, Gartenmöbel, Essplatz im Freien, obere Stockwerke über Treppe erreichbar, Gartenobenständer, nein, Garderobenständer, Wäscheständer, Toilettenpapier, Brettspiele, Puzzle, Schlafsofa, Rauchmelder. Und das Ganze war ausgeschrieben, dass ihr auch die Möglichkeit habt, das ist im Prinzip, hätte einen Garten angeblich mit dran, wo ihr dann auch eine Möglichkeit habt zu grillen. Ihr könnt also selbst Samstag, wenn ihr da abends von dem Go-Fest wieder zum Hotel wollt, also zur Pension, da zu eurer Unterkunft, zum Russenbunker, sage ich mal, könnt ihr da hinkommen und könntet abends noch gemütlich den Abend ausklingen lassen, den Tag ausklingen lassen, den Abend einklingen lassen und noch ein paar Würstel auf den Grill hauen. Klingt auf jeden Fall richtig genial. Und ja, WLAN ist in allen Bereichen nutzbar und kostenfrei, steht natürlich auch da, auch gute Sache. Und da freue ich mich jetzt schon ganz besonders, weil letztes Jahr war es auch so, wir hatten irgendwo ein Stück außerhalb ein Hotel gebucht, Christel und ich, wir sind dann also dahin, waren irgendwo mitten an der Hauptstraße dann auf einmal, aber wir hatten in dem Hotel unsere Ruhe, sind abends trotzdem mal raus, sind mal auch durch die Stadt gelaufen, ein paar Meter weiter, durch dunkle Gassen, hat man dann auch so eine paar Supermärkte gesehen, wo wir noch eingekauft haben. Da habe ich mir sogar dann noch ein Unterhemd gekauft, also im Prinzip ein Top, ein männliches Top für Männer zum Anziehen und Rumlaufen, damit ich auch wirklich schön überall Sonnenbrand krieg. Und haben da ein bisschen die Gegend unsicher gemacht, uns da mal die Arenen angeguckt, den ganzen Tag dann im Park gewesen am Samstag und dann zurückgekommen. Und das war natürlich eine richtig coole Zeit und ich bin gespannt, wie es diesmal wird, denn wenn wir ein Ticket bekommen, ich ein Ticket bekommen, da wird das so fett sein, da gibt es ja sicherlich auch spezielle Aufgaben dann im Park, bestimmte Bereiche, das GoFest ist einfach nochmal so eine Nummer größer als eine normale Safari-Zone, aber selbst wenn nicht, ich habe den Mist jetzt schon gebucht und muss da ja trotzdem hinfahren, aber darin sehe ich ja kein Problem, denn
das ist mit dem Freiklub, denke ich mal. Und der Iswa hat auch schon frei eingetragen. Und bei Pupsi weiß ich noch nicht. Wenn die also nicht kann, dann wird das so eine Auf-die-Dicken-Tour, Iswo und Ramses, ne? Unterwegs. Und da gibt es bestimmt ein paar lustige Videos auch. Und ja, selbst ohne Ticket in der Stadt gibt es ja auch etliches zu sehen. Und solche Spawns sind dann auch in der Stadt verteilt. Es wird nicht das Krasseste sein wie auf dem Fest, aber es wird trotzdem dort einiges zu sehen geben. Auch weltweit wird der ganze Stuff ja dann auch freigeschalten. Und ich freue mich einfach schon richtig darauf. Eine Woche später ist dann auch die Geburtstagswoche von Iswo und mir, wo wir beide nochmal eine Woche Urlaub haben und nochmal richtig einen drauf machen. Und da sehen wir uns schon. Und Ostern wollte er jetzt auch noch kommen. Und wird einfach richtig gute Zeit auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was das wird. Und natürlich auch an euch die Frage, wie sieht's mit euch aus? Geht ihr zur Safari-Zone? Nein, geht ihr zum Go-Fest nach Dortmund? Habt ihr euch schon was gebucht oder wartet ihr wirklich, bis es die Tickets gibt und schaut, ob ihr ein Ticket bekommt? Weil es wirklich Leute gibt, die sagen, ohne Ticket gehen sie nicht. Und dann gibt es die Leute, die sagen, scheiß aufs Ticket, ich gehe sowieso, so wie ich. Das ist natürlich interessant. Dann habt ihr ein Hotel gebucht für die Leute, die Interesse haben und nicht aufs Ticket warten wollen, die da unbedingt hinwollen? Habt ihr schon euer Hotel gebucht? Und wie viel habt ihr für euer Hotel bezahlt? Wie gesagt, 2 Nächte, 98 €. Bis zu 4 Personen dürfen da rein. Das wäre für den Einzelnen also 25 €. Richtig gute Sache. Mit Grillplatz, Grillmöglichkeit, allem drum und dran. Ich hoffe, das Wetter passt natürlich auch. Wenn so ist wie letztes Jahr, dann sehe ich danach aus wie ein rosa Schweinchen. Jetzt sehe ich ja aus wie ein blasses Schweinchen, aber danach wie ein rosa Schweinchen. Und ja, das würde mich natürlich interessieren. Geht ihr auch zum GoFest? Seid ihr in Dortmund unterwegs? Mit oder ohne Ticket? Habt ihr schon ein Hotel? Wie teuer war euer Hotel und wie weit ist euer Hotel entfernt? Wie gesagt, bei mir ungefähr eine Viertelstunde. Kurz in die Stadt rein, zack, und dann wird abgerissen, sage ich mal. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus und noch ein bisschen Eindrücke von letzten Jahr eben und Safari-Zone Dortmund und diesmal das Go-Fest in Dortmund. Und wir sind gespannt, was da auf uns zukommt. Das Nilpferd wollen sie auch schon rausbringen, da freut sich der Iswo ja besonders. Wir haben damals ja auch ein Video gemacht, wir sind die Flusspferde. Die Flusspferde kommen einfach richtig genial natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich in Dortmund, beziehungsweise einfach bis dahin hier auf dem Kanal, wenn ihr einschaltet. Und das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.